Wir gehen jetzt zu Abu Khadija. Also, liebe Grüße an Khadija. Wird zwar anders geschrieben, aber ja, Abu Khadija. Schaut mal. Wir sind jetzt hier bei Chief Ramadan. Wir haben schon mal ein bisschen einen Teil vom Essen bekommen. Es gibt einmal Salata, es gibt einmal Maschi, es gibt einmal Gemüse mit Soße, es gibt einmal Suppe, Tahina und Brot und der Rest kommt gleich noch. So, jetzt gibt es hier noch ein bisschen Molokhea natürlich und das Beste kommt zum Schluss, die Fleischeinlage. Ja, ihr seht hier beim Chief Ramadan wird halt alles frisch gemacht, es wird alles frisch zubereitet und frisch gegrillt, das ist wirklich alles richtig lecker, also kann man echt empfehlen, ist direkt hier in der Sherry. Wenn ihr in die Sherry reingeht, gleich die erste Straße links rein, dann findet ihr Chief Ramadan. Ja Leute, wir warten gerade auf Papa, der wechselt kaum hier das Geld. Und danach geht's ab da nach Dahar. Dann nehmen wir euch auch natürlich wieder mit. Ja ihr Lieben, wir haben uns doch jetzt lieber für ein Taxi entschieden. Das geht schneller, ist stressfreier und ja, jetzt nehmen wir euch mit nach Dahar. Thank you.
auf der Suche nach Fußballtrikots für Karim, Klappe die zweite. Wieder in Folge, zweites Mal in der Haar. Gestern hatte der Mann ja zugegeben. Ja, dein Shop war geschlossen, genau. Haben wir gesagt, jetzt machen wir das heute nochmal. Und ja, ein neuer Versuch startet jetzt auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir Erfolg haben. Ja, wie ihr seht, also wir waren jetzt leider doch nicht erfolgreich. Die Trikots, die Karim haben möchte, die gibt es hier leider nicht. Wir schauen jetzt nochmal in einen anderen Laden rein und inshallah finden auf jeden Fall noch was. Wir werden bestimmt fündig. Auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt hier halt in der Altstadt und suchen halt weiter auf der Suche nach einem Trikot beziehungsweise nach zwei oder drei Trikots. Denn Karim wollte ja eigentlich mehr als eins haben. Ja, es gibt ja hier 1000 Läden, also wir gucken jetzt einfach mal und werden bestimmt fündig. Wow, ein Brautgeschäft, Brautkleider. Die beiden Männer sind schon mit schnellen Schritten unterwegs und schauen, ob sie fündig werden. Ich schlendere hier in der Zeit ganz in Ruhe hier durch die Basarstraße. Schau einfach mal, vielleicht finde ich noch etwas Schönes. Mal gucken. Meistens findet man ja was, wenn man noch so mal hier daher schlendert. Das Gute ist, ja, der Vorteil ist, ich kenne mich halt hier aus. Also ich weiß, wo ich hingehen kann. Ich weiß, wo die beiden hingehen werden. Es gibt ja hier nur ein paar Fußballklamottengeschäfte. Und ja, nie verlaufen kann man sich hier nicht. Also wenn man sich hier gut auskennt, dann klappt das auf jeden Fall. Ja, leider gab es in diesem Geschäft halt auch nichts. Wir gucken jetzt nochmal weiter. Wir sind ja hier in der langen, niemals endenden Basarstraße. Und da gehen so die beiden Hand in Hand. Es gibt hier so viele verschiedene Geschäfte, also es gibt hier richtig, richtig viel Auswahl, egal was man braucht, eigentlich bekommt man hier fast alles. Klamotten, Küchenartikel, Schuhe, Taschen, Schmuck. Reisegepäck, Gold. Es gibt ja hier die eine Straße, die nennt sich auch Goldstraße. Es gibt hier viele Apotheken, es gibt hier Geschäfte mit Gürteln, es gibt hier einen Eisverkäufer. Ja, es gibt Handtücher, also wirklich alles, was man so braucht, kann man halt hier direkt in der Haar kaufen. Sollte man eigentlich auch hier machen, weil die Preise hier um einiges weiter unten sind als wie in der Sherry. Wir gehen jetzt nochmal in ein Outlet. Es gibt noch einen Outlet-Shop für Sportsachen und ja, da gucken wir jetzt einfach mal. Wir sind jetzt gleich hier in der Nähe vom Zug, da wo immer der Obst- und Gemüsemarkt ist, Bazar. Und
Das schauen wir jetzt da mal. Wie gesagt, da gibt es auch so einen Sportstore. Wieder Nüsse. Hier gibt es Kaktusfeigen. Hier ist jetzt richtig viel los. Also man merkt schon hier, je näher man drankommt an den Zug, umso mehr ist auch hier los. So, wir sind jetzt gleich in der Nähe und zwar ist das der Active Store. Genau geradeaus, die blaue Schrift, Active Store. Da gibt es ganz, ganz viele Sportklamotten. Eiscreme gibt es hier. Eis. Hier ist übrigens mein Beauty Center, wo ich mein Make-up gemacht habe und meine Haare für das Hochzeitsshooting. Ja, Active. Nehme ich euch wieder mit, wenn wir die Straße überqueren, wie turbulent das ist. Hier ist ja der Zug.
wollen jetzt von hinten in die Sherry rein. So habt ihr jetzt mal eine kleine Rundfahrt gemacht von Dahab bis zur Sherry. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich dachte, ich rede einfach mal nicht irgendwie großartig dazwischen. Ich habe euch einfach mitgenommen und ich hoffe, ihr habt es genossen. Hier im Milano-Shop. Leute, schreibt mal in die Kommentare, das ist doch nicht das neue Trikot, sag ich euch. Das ist nicht das neue Trikot. Ja, hier gibt es halt ganze Sportsachen, hier gibt es Shorts, hier gibt es Schuhe, hier gibt es Trikots. Aber irgendwie, Karim, nicht das Richtige? Nee, weil die Hose für Messi gibt es und ich habe gesagt, Kevin De Bruyne und das ist das alte von 2019. Also immer noch nicht so erfolgreich. Ja, wir pesen hier schon lange durch die Stadt, ey. In Daha und hier in Sherry. Aber irgendwie haben wir immer noch nicht so richtig die richtigen Trikots gefunden. Mal gucken, ob wir es noch finden. Das sind die neuen, sag ich doch. Ja, wisst ihr was? Also wir sind hier schon gefühlte, also wir sind jetzt bestimmt schon 4 Stunden unterwegs auf der Suche nach einem Fußballtrikot für Karim. Wir haben immer noch keins gefunden. Letzter Versuch jetzt noch eine Shopping Mall hier in der Sherry und wir hoffen, dass wir erfolgreich sein werden. 4 Stunden für ein Trikot, unglaublich.